Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen mal wieder in unserem Langstreckenbomber. Es geht nämlich heute nach Österreich. Auf dem Weg holen wir den Luke ab, Firma Storowerk. Den kennt er ja schon. Und zwar machen wir heute mal etwas, was ich früher niemals für möglich gehalten hätte. Und zwar fliegt aus einem Auto das Originalsteuergerät raus und wir bauen ein frei probierbares Steuergerät ein. Ähnlich wie wir es beim Abarth, beim Oma Golf, bei Limo, bei Marius Golf und allen anderen Autos gemacht haben. Aber bis zuletzt habe ich immer gesagt, das Originalsteuergerät mit dem passenden Abstimmer läuft einfach am besten. Jetzt geht es heute allerdings um Lukes Golf. Den haben wir bisher noch nicht vorgestellt. Der stand allerdings bei uns auf der Essen Motorshow schon mit auf dem Stand, Golf 7R. Das heißt, ihr müsst einfach so ein bisschen so tun, als wenn ihr den Golf jetzt schon kennt, weil ich will nichts vorwegnehmen, wenn wir das Auto dann vorstellen. Es geht auf jeden Fall um einen Golf 7R, der radikal für die Nordschleife umgebaut wurde. Das heißt, komplett blank das Ding, Zelle drin, Achsen umgebaut, Recaro-Podium-Sitze drin, wirklich volles Ballett, alles was geht, in einer Sahnenqualität umgebaut das Ding. Jetzt allerdings hat Luke da ein kleines Malheur mit hingelegt, weil es gab Probleme mit der Unterspannung von dem ABS. Das soll er dann aber später im Vorstellungsvideo erzählen. So ist es dazu gekommen, warum er das ganze Auto umgebaut hat. Er hat das Ding auf der Nordschleife abgelegt, weil das ABS nicht funktioniert hat. Egal, soll er selber erklären in dem weiteren Video. Deswegen wurde das ganze Auto radikal umgebaut und jetzt sind wir an dem Punkt, dass er mit diesem Auto an unserem Trackday letztes Jahr das erste Mal gefahren ist und das ABS und ESP wieder nicht so funktioniert, wie es soll. Und genau deswegen kommt jetzt eine Cyvex rein. Cyvex, ein Motorsteuergeräthersteller aus England, wie ich zum Beispiel auch für den Lambo habe, ist so mit das Beste, was man eigentlich kaufen kann. Also ich persönlich sehe es qualitativ schon über EMU, über Max ECU, definitiv darüber. Ist auch deutlich komplexer und kann auch viel, viel mehr. Unter anderem, das ist nämlich der große Punkt, Golf 7R ist ein Direkteinspritzer und nicht alle Steuergeräte können Direkteinspritzer. Weil diese Einspritzventile, wobei in dem Fall sind es eigentlich Einspritzelemente, also die Stromaufnahme als auch die Spannung ist so hoch, dass die ganzen Steuergeräte kaputt gehen würde. Das heißt, bei Cyvex gibt es ein extra Steuergerät, welches man zusätzlich noch anmacht, nur für die Direkteinspritzer. Lange Rede, das soll uns am Ende alles manuell erklären. MW Motorsport im tiefsten Österreich, fast, keine Ahnung, kenne mich da nicht so gut aus, irgendwo auf jeden Fall zwischen Salzburg und Linz. Dort fahren wir jetzt hin. Golfs-Auto, Luke's Golf steht da schon. Die Cyvex ist schon drin und das Auto ist schon abgestimmt. Am Ende haben wir das Ganze gemacht, beziehungsweise Luke, auf meine Empfehlung hin, weil dieses Originalsteuergerät des Golf 7R kann bis heute nicht emuliert werden. Emuliert werden heißt genau das, was wir bei unseren Autos immer machen, dass man das Auto live abstimmen kann. Man kann immer nur den Datensatz rausziehen, den Datensatz verändern und wieder drauf flashen. Das heißt, man kann nicht mal eben schnell ein bisschen mehr Zündung, ein bisschen mehr Ladedruck und in seinem Fall ist es halt auch in Automatik, ein DSG. Das heißt, da kommen noch haufenweise Regelungen dazu. Auch die Allradsteuerung, da gibt es auch eine extra Allradsteuerung von Cyvex zu, wo ich der Meinung bin, dass Manuel genau die richtige Person ist, um dieses Auto in Zukunft maximal schnell auf der Rennstrecke zu machen. Aktuell ist das noch nicht unbedingt notwendig, weil der Motor samt Turbolader und so weiter noch relativ seriennah ist, aber das ist ähnlich wie bei dem Abarth, das Auto steht auch erst am Anfang. Die Basis steht jetzt, das heißt, jetzt kann man nachlegen, Leistung, Turbolader und so weiter und dann spätestens wäre eh der Punkt gekommen, wo man mit dem Originalsteuergerät am Ende ist, weil man muss einfach dieses Live-Emulieren auf der Rennstrecke machen. Weil auf der Rennstrecke, es sind haufenweise Punkte, sei es Abgastemperatur, Gaspedalstellung, Gasannahme, Nockenwellenverstellung. Man kann bei diesen neuen Motoren ja wirklich mittlerweile alles verstellen. Das heißt, ich hätte auch diesen Schritt auf das Cyvex gemacht. Und ja, jetzt geht's zu Manuel. Das Auto ist fertig, der läuft. Wir quatschen ein bisschen über die Cyvex und dann werden wir auf dem Salzburgring beim Motortag eine Runde mit dem Auto auch noch fahren. Wird geil. Bin wirklich gespannt, wie so ein Auto mit einer Cyvex fährt. Ich habe Manuel damals bei einem Gripdreh kennengelernt. Da hat er bei der Firma Jubo Performance ein Auto umgebaut. Das heißt, was heißt umgebaut? Die Firma Jubo Performance hat dieses Auto umgebaut und Manuel hat es damals bei Jubo Performance abgestimmt. Ein Lotus Exige mit einem DSG-Getriebe. Das heißt, wir hatten hinten einen V6-Kompressor mit dem VW Audi DSG-Getriebe mit einer Cyvex. Ich bin damit gefahren. Ich sag euch, noch nie so ein perfektes Auto gefahren. Diese Downshifts, egal was wie wo, du konntest das Ding einfach auf Automatik fahren und es fuhr einfach perfekt. Also wirklich seriennah, obwohl dieses DSG-Getriebe niemals in diesem Auto war. Das heißt, alles drumherum hat gefehlt und trotzdem fuhr das Auto so geil.
deswegen habe ich dann zu Luke gesagt, wenn du mit dem Golf irgendwas machen willst, was nicht ein Originalsteuergerät ist, dann muss eines halbwegs rein und dann muss Manuel das Ganze abstimmen. Und genau das gucken wir uns jetzt an. So, tief in der Nacht, wir sind angekommen. Besitzer von dem Auto, Luke. Wir tun mal so, als wenn wir heute noch nicht den ganzen Tag zusammen unterwegs waren, machen wir aber trotzdem. Und Manuel, das ist der Junge, der hier die Cybex eingebaut hat. Der besagte Mann, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ja, so, wir wollen jetzt nicht das Auto vorstellen, das würde das Ganze sprengen, den Rahmen, weil, ja, war ja eigentlich mal ein neuer Golf. Richtig, ja. Mittlerweile ist es mehr als ein neuer Golf. Jetzt ist wieder alles neu, aber alles anders. Wenn wir das jetzt auch noch in dieses Video alles reinpacken würde, das würde zu lange dauern, aber es haben ja echt viele nach der Messe nachgefragt, dass wir das Auto mal sehen wollen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall nochmal ganz in Ruhe machen. Jetzt geht es erstmal darum, weil wir nämlich morgen in Österreich auf dem Salzburgring sind, dass wir da ein bisschen fahren werden. Beziehungsweise ihr werdet erstmal fahren und am Ende fahre vielleicht ich auch nochmal, wenn es gut läuft. So, nun zum Golf. Warum steht der Golf hier? Ja, ich habe ziemlich lange jemanden gesucht, der mir weiterhilft mit der Elektronik beziehungsweise mit dem Campus-System und bin dann auf über Umwege, über Joni und so weiter darauf gekommen, dass es einen Menschen in Europa gibt, der sehr viel über Cybex weiß und Programmierung, und das ist der Manuel. Und da im Golf das Motorsteuergerät kaum flashbar ist oder beziehungsweise eigentlich tendenziell nichts zu machen ist, gab es nur noch die Möglichkeit, alles auf Cybex umzubauen. War hier Baustelle mit dem Originalsteuergerät, also als du auf dem Bilzerberg gefahren bist? Ja, du hast kaum, also DCC, ABS, ESP und so weiter, spielt im Prinzip alles verrückt und hat keinen Bock mehr darauf. Okay, verstehe. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt natürlich ein paar Autos und Leute, die Cybex machen in Deutschland. Ja. Die meisten sind halt alle nur so bei uns in dieser Viertelmeile und Geradeausfahrszene. Und ich habe Manuel auch irgendwann mal kennengelernt, eigentlich auf der Rundstrecke. Genau, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das ganz was anderes ist, als das bisschen Geradeausfahren. Programmierungstechnisch auch. Ja. Weil ich musste jetzt auch halt knallhart lernen, beim Geradeausfahren ist es halt so, da funktioniert ein Auto eher immer als auf der Rundstrecke. Mhm. Weil da siehst du halt einfach an der Zeit sofort, ob es funktioniert oder nicht. Beim Geradeausfahren ist es mal so, keine Ahnung, verkackst den Start oder schaltest falsch, dann denkt man sich noch als Zuschauer so, nächste Lauf wird besser. So, ne? Aber wenn du 20, 30, 40 Runden gefahren bist, das Ding ist einfach langsam auf der Rundstrecke, dann weiß halt auch jeder, dass es nicht funktioniert. Ne? Das ist halt schon. Oder so. Das Material gibt nach oder Temperatur drückt und so weiter. Ne? Jetzt ist bei deinem Auto so, Ziel war jetzt ja nicht hier irgendwie 8000 PS reindrücken, sondern eigentlich Nordschleife. Genau, eigentlich Nordschleife, das war so der Anfang. Da bin ich so ein bisschen hobbymäßig gefahren, Touristenfahrten. Ja, und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich baue das ganze Auto einmal komplett auf Track um, soweit es vertretbar und sinnvoll ist, dass es dann irgendwann eskaliert. Nachdem wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Nee, da war schon zu spät. Da war schon zu spät, zum Glück. Ich bin unschuldig in dem Fall. Aber ja. Luke hat halt wirklich einen niegelnagelneuen Airgolf gekauft. Ja, Vollausstattung. Vollausstattung, um halt wirklich alles rauszureißen. Naja, eigentlich, also grundsätzlich war es erstmal ein Daily, ne? Also. Sollte aber unbedingt beim Golf immer bleiben. Ja, Golf war halt immer mein Traumwagen. Hm. So als Jugendlicher. Golf R, also R32 eigentlich, aber... Das halt, hat sich so entwickelt, dann Daily gehabt und dann ist das so peu à peu eskaliert und ja, irgendwann konnte ich nicht mehr aufhören. Jetzt sieht das Ganze so aus. So, okay, das heißt, Cybex rausgeflogen, Cybex rausgeflogen, was quatsch ich, Cybex reingekommen, Originalsteuer rausgeflogen. Genau. Wir haben hier 2.0 TFSI. Welche Generation ist das dann? Generation 3? Das ist Gen 3, genau. Das heißt schon so mit einer der aufwendigsten TFSI. Ziemlich, ja. Und zwar einmal Nockenwellenverstellung, Nockenwellenhubänderung, elektrisches Wastegate, elektrisches Schubumluftventil, elektrisches Thermostat, elektrische Kolbenbodenkühlung und. Hast du so ein Auto mit einer Cybex schon mal gemacht? Nein. Weil dann ist ja auch der Zeitfaktor am Ende doch ganz schön wenig gewesen eigentlich, ne? War richtig wenig, ja. Weil das Auto ist jetzt seit einer Woche hier. Ja. Noch nicht mal eine Woche. Gerade mal so eine Montag Woche. Gebracht, ja. Und wir sind noch nicht mitgefahren, aber ich kann mir schon vorstellen, wie er fährt. Weil ich werde bis heute nicht vergessen, den Lotus Exige, den du gemacht hast, von Yu. Ja. Das Ding fuhr halt wirklich wie Serie. Der Kasten, der hier drauf ist, ist für die Direkteinspritzer. Ist für die Direkteinspritzen, genau. Wofür braucht man dann extra Kasten? Das ist zur Signalaufwertung für die Direkteinspritzventile, da die an höhere Spannung fahren und damit das auch die Hochdruckpumpe gesteuert wird, weil das bei dem Steuergerät nicht intern ist. Somit ist die externe Box und der steuert man dann den ganzen... Ah, die kriegen eine höhere Spannung, also die kriegen mehr als 12 Volt in dem Fall? Genau. Ach krass, cool.
Das heißt, selbst wenn man es probieren würde über das Originalsteuer, wird das wahrscheinlich einfach durchknallen, weil das auch gar nicht die Last wahrscheinlich nicht drauf machen könnte. Und das gibt es, glaube ich, auch nur von Cyvex, oder? Die Box so ja, aber es gibt verschiedene Hersteller, die auch Direkteinspritzung fahren, wie zum Beispiel Motec oder so. Okay, Motec, ja. Mhm. Aber könnte ich jetzt auch diese Direkteinspritzerbox zum Beispiel koppeln an eine Max ECU oder an irgendwas anderes? Rein theoretisch wäre es möglich, also wir haben es sich schon mal angeschaut. Das Steuergerät müsste nur die Möglichkeit haben, diese Box zu steuern. Das heißt, wenn du im Steuergerät die Sachen so änderst, dass die Signale passen, kannst du mit Analogausgänge steuern. Kann man ganz kurz erklären, wo der Unterschied bei dem Direkteinspritzer zu einem normalen Einspritzer ist? Also was jetzt die eigentliche Einspritzstrategie angeht? Ist das genauso, dass es da einen Millisekundenwert gibt, wie die auf- und zugehen? Genau, richtig. Oder ist es komplett anders? Das ist dasselbe, ist ein Millisekundenwert im Endeffekt. Ist das gleiche? Genau. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass sie langsamer auf, schneller zu, zu einem anderen Zeitpunkt auf zugehen oder so, ist eigentlich alles das gleiche. Ja. Nur, wie der Name schon sagt, Hochdruck ist halt mehr Druck hinter, ne? Genau. Okay. Jetzt ist das Besondere hier, Luke's Golf ist halt ein DSG. Genau. Das war ja eigentlich so, wenn es ein Schalter wäre, wäre das alles nicht so kompliziert gewesen. Aber bei dem DSG ist halt ja schon so ein bisschen bekannt, das ist halt schwierig, dass das am Ende funktioniert. Ja. So, das war das Krasse bei dem Lotus, da war ja auch ein DSG drin. Genau. Also ein VW-DSG in dem Lotus und das ist ja dann noch komplexer, das zum Laufen zu kriegen. Ja, weil es eben aus der VW-Umgebung damals rausgerissen wurde und alle Signale eigentlich rundherum weg waren. Genau. Okay, das heißt, das sind aber zwei Paar Schuhe. Also wir haben einmal das Cyvex Motorsteuergerät und einmal das Steuergerät von dem DSG. Genau, das ist das Seriensteuergerät. Dieses Seriensteuergerät wird mit die ganzen Signale gefüttert, wie früher vom Originalsteuergerät. Ah, okay, das heißt, du musst der Cyvex quasi sagen, was sie alles ausgeben soll, genau, passend für genau das DSG-Steuergerät. Genau, genau, genau. Machst du sowas hier jeden Tag? Also machst du eigentlich nur Abstimmungen jetzt, oder? Nur Abstimmungen, ja. Und Elektrik, Kabelbaum? Genau, Elektrik, Elektronik, alles, was halt Motorsteuergerät betrifft. Geil, cool. Ja, wir werden auf der Renncheck auf jeden Fall noch viel Spaß haben. Du auch, du vor allen Dingen fährst mit dabei, ne? Ja, vor allem gerade, dass wir jetzt den Luxus haben, dass Manuel morgen mit dabei ist. Ja. Und du halt hier und da nochmal was tippern, ändern könnt. Machst du Originalabstimmung auf ein Originalsteuergerät auch bei sowas oder generell gar nicht? Doch, schon noch. Meinst du, es wäre überhaupt möglich gewesen, sowas abzustimmen? Eigentlich nicht, ne? Weil lassen sich die Steuergeräte emulieren? Nee, geht bis heute nicht. Nein, das ist nicht emulieren. Rein theoretisch sollte es möglich sein, dass man die ganzen Signale, das Problem ist, in dem Auto fehlt zu viel. Mhm. Das heißt, diverse Steuergeräte, die fehlen, und das Motorsteuergerät geht dann einfach in den Schutz und reduziert die Leistung. Mhm. Oder reagiert auf Befehle auch falsch. Das schaltet mit der Cyvex komplett aus dann. Weil nochmal auf das Emulieren zu sprechen zu kommen, das heißt, jetzt könnt ihr euch morgen einfach reinsetzen, ein bisschen rumtippern und fahren. Das ging halt niemals bei dem Originalsteuergerät, weil du jedes Mal immer erstmal flashen müsstest. Genau. Anhalten und zwar die Zündung einmal an, aus und so weiter. Das ist natürlich, genau. Natürlich alles andere als mal eben schnell zusammen mal gucken, ach, den Gang hätte ich ein bisschen mehr so, den Gang so. Ja. Und so weiter. Und hinzu kommt, dass du durch DCC zum Beispiel, was der hatte, das greift auch auf das Motorsteuergerät. Ah. Und sagt, irgendwas stimmt nicht. Ja, wir haben es jetzt rausgenommen, aber selbst wenn es drin ist, kann es dazu kommen, dass da ein Fehler kommt und dann feiern. Und was halt auch geil ist mit Cyvex, hast du jetzt natürlich auch diese ganzen Sicherheitsfeatures noch, ne? Genau. Die da alles so, Öldruck, Benzindruck. Ja. Du kannst dir, wie wir schon auf jeden Fall gesprochen haben, schönes Display da reinklatschen. Genau. Das drückst du auf einen Knopf, hast alles auf dem Display drauf und solche Spielchen. Ne? Leistung? 400 PS, 500 Newtonmeter. Ja. Leider ist die Kupplung gerutscht, die DSG-Kupplung. Und ja, sind wir einfach bei den 500 Newtonmeter geblieben. Und fertig. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, auch es ist natürlich schon eine Software drauf auf dem Getriebe. Druck ist erhöht. Luke heißt nicht ohne Grund bei Instagram Launch Luke. Das heißt, die Kupplung da drin hat schon ein bisschen was hinter sich. Deswegen konnte man jetzt einfach nur sagen, okay, alles klar. Und jetzt kommt ja auch noch zu Serien-Turbolader. Genau. Also an dem Motor ist ja eigentlich noch relativ viel Serie. Im Prinzip der Motorblock, alle ihren Innereien sind Serie und Turbo, alles andere drumherum ist neu. Mhm. Beziehungsweise Upgrade. Ne? Wasserpumpe, Ölpumpe, Ölwanne, Ölkühler zusätzlich.
Aber kann man so pauschal sagen, dass das von Motor zu Motor ähnlich ist? Also wenn ja. du jetzt so einen Motor hast oder keine Ahnung, einen VC-Motor hast, dass da schon Nockenwellenverstellung und sowas schon alles in einem ähnlichen Rahmen arbeitet? Ja, es kommt, wenn es ein Sauger war oder ein Turbo war, sind natürlich schon ein bisschen die Sachen etwas anders. Aber es ist einmal ein Ansatzpunkt. Okay. Cyvex ist ja bis heute so von der Bedienoberfläche her die schwierigste. Also ich behaupte, wenn wir da jetzt drauf filmen und was zeigen, kennst du gar nichts. Erstmal, weil es halt einfach. Er hatte, wo er den Standgas hier eingestellt hatte, da laufen die Punkte da so lang und du als Laie denkst du dir, ja, was sieht der da? Ne? Ja, vorhin gerade, weil es halt nicht bunt 10 Farben ist, sondern halt einfach wenig schlichte wenig Farben. So ein bisschen, als würde er in die Matrix reingucken. Deswegen, ich würde sagen, alles weitere, der Manuel morgen auch mit einer Strecke, machen wir morgen vor. Doch zwei Fragen habe ich noch. Erstmal Thema, das heißt, Schalten kann man jetzt über die Cyvex gar nicht beeinflussen. Das macht das Getriebe. Genau. Oder gibt es auch in der Cyvex jetzt noch eine Art Schaltunterbrechung, wie das Ding schalten soll? Die Schaltbefehle macht das Getriebe. Das heißt, es macht alles selbst das Getriebe. Was wir beeinflussen können, sind die Drehmomentangaben und wie er unterbricht und wie er den Blip macht für den Downshift. Ah, das geht schon? Okay. Das geht schon alles, ja. Das heißt, so ein Auto könnte mit einer Cyvex schon jetzt anders schalten als mit dem Originalsteuerung? Genau, ja. Bin gespannt. Ob wir bald hier diese Instagram-Videos von den Downshifts bekommen. Traktionskontrolle und ESP gibt es jetzt hier oder gar nicht? Ist komplett erstmal tot? ESP erstmal Traktionskontrolle aus. Hätte auch den Rahmen gesprengt jetzt. Ja, klar. Ja, sonst läuft das Auto weiter wie zuvor. Mhm. Diese Traktionskontrolle, damit sie wahrscheinlich richtig, richtig schnell und gut funktioniert, müsstest du wahrscheinlich auch wieder rausfahren. Genau. Oder? Da gibt es keine Möglichkeit. Genau. Also natürlich kann man mit Sicherheit drauf sagen, wenn das ist, mach einfach tot, aber dann macht ja jeder das als erstes wieder aus. Ja, ja. Das ist das. Auf der Rennstrecke eine falsch eingestellte Traktionskontrolle macht dich richtig langsam. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Da gewinnst du nichts, du wirst nur langsam damit. Mhm. Und drum erstmal aus und mal schauen, dass das ganze Rest funktioniert und dann. Okay. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in der Mitte zwischen Salzburg und Linz ungefähr, ne? Kann man das so sagen? Zwischen Salzburg und Wien. Salzburg und Wien, okay. Bei Linz. In der Nähe von Linz. Weil ich glaube schon, dass es bei mir viele Zuschauer gibt, die geradeaus viel Leistung haben und schnell fahren und definitiv nicht wissen, dass du solche Abstimmungen machst. Weil du halt mehr so aus der Rundstreckenszene kommst. Ja. Ne? Deswegen wollte ich aber, also wenn ihr aus Österreich seid und nochmal was abgestimmt braucht hier. Wie ist das in dem Fall mit Thema Haldex? Worüber wird bei dem Original? Original hat der auch eine Haldex-Steuerung. Genau. Die sitzt wo? Das ist hinten am Getriebe. Und jetzt gibt es von Cyvex auch einen Controller für. Genau. Es wird mit dem Original-Controller funktionieren. Nur um die Performance zu erhöhen, kannst du den Cyvex All-Wheel-Drive-Controller einbauen und dann hast du im Innenraum ein Body zur Kraftverteilung, zur Regelung der Kraftverteilung. Ah. Baut man den dann mechanisch hinten in das Gehäuse ein oder klemmt man den irgendwie zwischen? Bei der Generation ist so, das Steuergerät ist außen drauf geschraubt, sind zwei Schrauben, zwei Stecker, raus, rein, fertig. Das war's. Das heißt, Cyvex hat extra genau für dieses Auto so ein All-Wheel-Drive-Controller. Genau. Kannst du auch mit der Cyvex-Software komplett einstellen. Also 100 Stützpunkte zum Einstellen, also richtig fein regelbar. Das heißt, über CAN-Bus greift dann das Motorsteuer hinten auf den Controller zu? Genau, richtig, ja. Wäre auch eine Möglichkeit für die Generation von Haldex, das Standalone zu fahren. Das heißt, ist auch kompatibel mit dem Originalsteuergerät, der Cyvex-Controller. Kann ich im Originalsteuergerät fahren, kann ich mit der Cyvex fahren und kann ich wirklich auch Standalone fahren. Verstehe. Aber von der Theorie her kann sie ja nur eigentlich aufzumachen, oder? Genau. Aber man kann jetzt halt zum Beispiel sagen, dass ab 200 mach auf und dauerhaft runter zu. Ja, Feinabstimmungen in den Kurven, in wie es schließt, bei welcher Last sie schließt. So Sachen. Ist das bei so einem Auto aber so, wenn Luke jetzt morgen losfährt, ist die dann dauerhaft zu, schon immer? Oder nein, macht man die schon nein, auf? Die macht schon auf. Ah, die macht man schon auf. Man kann sie bis auf Anschlag zudrehen oder aufdrehen. Mhm. Aber wenn man jetzt maximal schnell unterwegs sein wollen würdest, dann würdest du schon sagen, ist da eine richtige Strategie hinter. Nicht einfach nur dauerhaft zu und fertig, sondern so, dass sie beim Beschleunigen vielleicht weiter zugeht und beim Bremsen vielleicht weiter auf ist. Genau. Weiß man noch nicht genau. Speeds, Lenkwinkel und. Ah, das heißt, es kann schon sein, dass so ein Auto besser einlenkt, wenn sie offen ist, zum Beispiel. Ja. Schön. Ja, siehst du, so langsam kommen wir doch jetzt auch schon weiter. Ja. Was nicht geht, wenn du sie natürlich dauerhaft zumachst, einfach nur. Genau. Wenn du sie jetzt dauerhaft zumachst, wie es halt meistens der Fall ist, dann lenkst du ein. Für geradeaus fahren, ja. Aber so, ne? Zum Driften ist vielleicht auch noch cool, aber zum schnellen Kurve reinfahren nicht. Genau. Ja, dann morgen was vor euch.
Bisschen. Fahren wir erstmal mit dem Frontantrieb ein paar Runden. Schade wäre, wenn du Heckantrieb gehen würdest. Das wäre geil. Das wäre geil. Das wäre geil. Aber das ist mein Traum, so ein Golf 7 mit Heck. Das geht halt technisch gesehen leider nicht. Ja, okay. Kurze Nacht. Wir laden erstmal auf und dann geht's zur Strecke. Und morgen geht's weiter. Strecke ist nie gut. Nein. Alles gut. Fährt? Passt? Passt alles, ja. Aber Cyvex macht genau das, was es soll. Genau. Leitung passt, Getriebe passt, Scheiben passt. Alles gut. Alles gut, ja. Jetzt müssen wir nur einen Loop finden, weil der meinte nämlich, was das ein Teil nicht so geil fahren soll und die Bremse hinten irgendwie überbrettet. Genau. Indem einige Steuergeräte fehlen, macht das ESP teilweise, was es will. Und das kannst du jetzt aber auch nicht irgendwie beeinflussen. Da fehlen die Steuergeräte einfach fürs ABS, um richtig zu regeln. Das heißt, wenn wir jetzt das ABS radikal komplett ausmachen, wird der Maßlos überbremsen. Wahrscheinlich. Wie ist das jetzt? Jeder Gang gleiche Ladung oder ist da auch schon irgendwie sind die Gänge unterschiedlich gemacht? Zweiter Gang weniger Ladedruck. Älterer Ladedruck. Okay. Ah, da ist er ja. Hi. Du sagtest, ich habe gehört, Bremse hinten nicht so prickelnd. Nee, die wird heiß, weil sie ständig eingreift. Ne? ESP macht irgendwelche. Ah, okay, das heißt, es kann doch sein, dass gar nicht unbedingt die Bremse zu groß ist, nö, sondern die greift die halt ständig ein. Greift halt ständig ein. Ne? Und kann das nicht dosieren. Ja, so fühlt sich an, als wäre sie dann. Und dann zu heiß, einfach zu heiß, weil du merkst, dass es zu heiß wird schon? Nee, der zeigt, blinkt vorne, ESP blinkt. Wenn das blinkt, ist die Bremse zu heiß. Echt, wie erkennt ihr das? Also, ich weiß nicht, frag Manuel. Der erkennt, dass die Bremse zu heiß ist? Nein, ja, du hast ständig den ESP im Griff. Wenn du dann mal den ESP im Griff, dann weißt du, bremst den. Du schließt die Zangen und bremst. Gerade Ausfahrt blinkt die auch schon, ne? Okay. Also, das heißt, eigentlich ist das nicht cool, was wir jetzt gerade gleich machen. Schwierig. Aber es geht jetzt ja auch nicht darum, hier eine absolut krasse Zeit reinzuholen, sondern das ist auch der eigentliche Sinn von diesem Video. Ich möchte einmal in meinem Leben ein frei programmierbares Steuergerät in Kombination mit einem DSG-Getriebe fahren, weil ich einfach noch nicht glauben kann. Also ist nicht ganz korrekt, habe ich ja schon mal gemacht, aber ich möchte es in einem Golf mal fahren. Ich möchte es einmal in einem Golf fahren, um zu gucken, wie geil das einfach schaltet, fährt und so weiter. Also ich finde es mega. Okay, dann müssen wir uns jetzt schnell vorbereiten, dass wir hier fahren noch nicht letzte Rille, einfach nur ein bisschen mal gucken, wie das geht. Genau. Also Luke, bist du schon mal Beifahrer in deinem Auto gewesen? Ja, bist mit Daniel schon mal gefahren. Ja. Okay. Also Sitzposition als erstes schon mal geil. Krass weit verlängert, ne? Gefühlt das Lenkrad noch näher dran als bei mir am Auto. Ja? Aber geil. Ist vom TCR, vom Benny. Das heißt, ESP ist jetzt tatsächlich an. Ja, und die Handbremse muss ich mal rausmachen. So, und hier, was machen wir jetzt hier? Ziehen. Einmal hoch und auf S. Also auf D und dann kannst du nochmal runterdrücken auf S. So, das, auf S fahren wir jetzt einfach? Genau, damit das DSG seine Arbeit macht. So, aber auf den allerersten Metern merke ich schon, wie geil das fährt mit der Cyvex, ne? Also muss man schon einfach sagen, ne? Weil der ist ja nicht so ab. Nein, der springt an wie normales Auto, rollt wie normales Auto. Guck mal, wir sind schon im zweiten Gang, der schaltet normal. Ja, das Ding fährt einfach, ne? Das Ding fährt einfach. Das ist schon geil. So, ich fahre mal mit Absicht erstmal. Wir müssen ein bisschen schreien hier auf jeden ja. Fall. Ich fahre einfach erstmal so eine Runde, ein bisschen Teillast. Aber die Bremse beißt doch sogar zu. Ja, die beißt zu, aber. Können wir euch jetzt natürlich schwer zeigen, aber ich tippe die Bremse an und in dem Moment schaltet der schon runter. Das ist schon geil. Das voll durchgehen. Auch mal Gas geben, dann fängt da irgendwas an. Also er fährt so ein bisschen so wie mein Abarth gefahren ist mit offener Spur. Ja, mit offener Spur aber. Ist er auch hinten so ein bisschen gefahren. Aber ich muss sagen, Manuel, das hat er auf jeden Fall wieder. Also das kann er, ne? Ja, das kann er wirklich. Und fast mal wie präzise der das einstellt. Ich hoffe, wie ich den so gut steuern kann.
ich bin mir nur nicht sicher, ob es vielleicht daran liegt, dass wir zu wenig reintreten. Als denken, dass hier ein Freiburger Steuergerät drauf ist. Ich würde immer denken, weil es so wie Serie wird. Weil es so gut wie Serie fährt. Also Auto fährt extrem sauber, extrem geil. Man tippt die Bremse an, das Ding schaltet, macht genau das, was es soll. Nur irgendwas ist da dahinter. Der war auch knallerheiß vorhin. Gefühlt ist es so auch, ja, weiß ich nicht. Also von meinem Abarth kenne ich das über Bremsen anders. Weil normalerweise ist es ja so, dass, als Beispiel, du ziehst die Handbremse, in dem Moment fährt das Auto ja nicht so krass links oder rechts, sondern solange du dabei nicht lenkst, bleibt das Auto ja erstmal gerade. Und hier ist es ja tatsächlich, du hältst das Lenkrad gerade und das Auto fährt links oder rechts. Ja, aber ich glaube, weil ein Bremseingriff ist. Das kann sein. Also eine Variante ist, er bremst wirklich nur auf einer Seite. Oder die andere Variante ist, dass halt doch irgendwie ein Ausfedern die Spur halt ultra krass in irgendeine Richtung geht. Aber egal, erste Rollout, alles richtig gemacht, ja, fährt geil. Jede Menge Spaß gehabt. Hat auf jeden Fall Potenzial ohne Ende. Großen Lader drauf, ein bisschen Kleinigkeiten noch. Dann nochmal eine Leistungsschraube drehen. Kupplung machen, damit die nicht rutscht. Kupplung machen. Ja. Wobei hier rutscht die, also ihr habt sie ja eh rausprogrammiert, aber hier fährt man ja eh oben raus, da wird die ja eh nicht mehr rutschen. Ja, geil. Ja, das war einfach mal ein Video, wie man zeigen kann, wie eine Cyrix halt mit DSG funktioniert. Wird nicht das letzte sein, weil ich habe euch ja versprochen, wir müssen noch Lukes Auto vorstellen. Das könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Auch geil, wir fahren erst und dann stellen wir das Auto vor. Weil so gerade so mit Achsen und so mal Räder runternehmen und alles wieder ein bisschen zeigen. Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen nach euch.